Hallo meine Lieben, heute geht es um Hocker- oder Stuhlgymnastik. Klingt erstmal nicht so charmant, aber vielleicht seid ihr ja neugierig. Wenn ja, bleibt dran. Herzlich willkommen. Unser Equipment für heute ist ein Stuhl oder ein Hocker. Ich habe leider keinen Hocker, darum muss der kleine Tisch dafür herhalten. Wir beginnen mit einer Beindehnung. Wir stellen uns vor dem Hocker oder Stuhl und setzen die rechte Ferse auf den Sitz und ziehen die Fußspitzen heran. Mit geradem Rücken beugen wir uns nach vorne, legen unsere Hände auf den Oberschenkel und dann beugen wir unser Standbein, das linke Bein. Ist so tief, dass ihr auf der Beinrückseite eine gute Dehnung spürt. Lasst den Rücken möglichst gerade. Die Fußspitzen so weit heran zum Körper, wie es geht. Wenn ihr spürt, dass die Beinrückseite beginnt sich zu dehnen, dann geht mit dem Standbein noch etwas tiefer. Und dann kannst du wieder aufmischen, ganz kurz lockern und Beinwechsel. Linke Ferse, Fuß flexen, Hände wieder auf den Oberschenkel. Der Rücken nach vorne und das Standbein beugen. Eventuell wieder noch ein bisschen mehr beugen. Und langsam wieder aufnehmen und kurz locker. Jetzt wollen wir, nachdem wir die beiden Rückseiten gedehnt haben, die Oberschenkel Vorderseite kräftigen. Dazu setzen wir uns auf den Hocker, strecken das rechte Bein aus, setzen die Ferse auf den Boden und heben jetzt das gestreckte Bein an und lassen es wieder sinken. Nach Möglichkeit nicht mehr auf den Boden setzen, sondern dynamisch heben und senken. Der Rücken bleibt gerade. Schultern sind entspannt. Könnt die Arme hängen lassen, könnt euch aber auch locker aufstützen. Noch dreimal. Und dann lassen wir das Bein oben. Pushen, so ganz kleine Bewegungen, minimal nach oben. Bis ihr so die Oberschenkelmuskulatur gut spüren könnt. Okay, und wir lassen uns ein bisschen lockern. Und wir wechseln zum linken Bein. Dann wieder aufsetzen. Und das gestreckte Bein heben und senken. Und nochmal die letzten drei. Und dann wieder oben lassen und pushen.
Okay, und lösen locker. Beide Beine ausschütteln. Und wir öffnen die Beine ein wenig, nehmen die Arme auf Schulterhöhe in die Seitehalte, packen ein, ausatmen, beugen wir den Oberkörper nach vorne, die rechte Hand geht zum linken Fuß und den linken Arm strecken wir nach oben. Einatmen, richten wir uns wieder auf und wechseln die Seite. Ausatmen, rechte Arm nach oben. Wir machen das ein paar Mal im Wechsel. Und immer wieder den Rücken ganz gerade aufrichten. So, letzte Mal. Schultern locker zurückreisen und wir lassen uns einmal hängen. Wir schmelzen zum Boden, lassen unser Kinn zum Brustbein sinken, machen den Rücken ganz rund und hängen uns nach unten ab. Der Kopf ist ganz locker. Der Atem geht in den Rücken. Und dann richten wir uns ganz langsam wieder auf. Kreisen wir mit den Schultern zurück und kommen jetzt in einen einfachen Drehsitz. Und zwar richten wir uns nach unserem Brustbein. Also nicht, dass wir nur den Kopf drehen, sondern unser Kopf bleibt oder unser Kinn bleibt über dem Brustbein. Wir nehmen den rechten Arm nach hinten. Wenn ihr einen Stuhl habt, zur Lehne, ansonsten hinten zur Sitzfläche und dann mit dem Brustbein führen wir die Bewegung und das Kinn bleibt über dem Brustbein. Kommen einatmen, wieder nach vorne zurück und wechseln die Seite. Atmen ein, ausatmen, drehen. Kinn wieder über dem Brustbein lassen. Einatmen nach vorne und noch einmal zur anderen Seite. Einatmen. Und ausatmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die linke Hand zum rechten Knie nehmen und die Drehung etwas verstärken. Und das machen wir auch zur anderen Seite. Einatmen. Und ausatmen. Zur anderen Seite. Und langsam wieder zurückkommen. Und jetzt wollen wir ein bisschen mit unserem Beckenboden arbeiten. Wir machen Fäuste und nehmen die Fäuste zwischen unsere Oberschenkel und drücken jetzt die Oberschenkel mit den Oberschenkeln die Fäuste zusammen und die Fäuste halten dagegen. Ziehen den Bauchnabel nach innen und die Schließmuskeln nach oben. Schultern bleiben gespannt und der Atem fließt. Rücken gegenhalten, Bauchspannung halten und locker lassen. Jetzt gehen die Hände nach außen an die Oberschenkel. Wir drücken die Oberschenkel zusammen und die Oberschenkel halten dagegen. Auch wieder richtig schwer arbeiten. Drücken und die Oberschenkel halten dagegen. Bauchnabel wieder nach innen und oben und Schließmuskeln nach innen. Und atmen. Und jetzt sollen wir einmal unsere Hände unter unser Gesäß schieben und die Sitzbeinhöcker spüren. Wenn ihr jetzt keinen gepolsterten Stuhl habt oder Hocker, dann kann das ein bisschen wehtun. Aber genau da, wo ihr diese knöchernen, die Sitzbeinhöcker spürt, dann wollen wir die Hände wieder lösen, wenn ihr sie gespürt habt. Und wir rollen mal vor und zurück über diese Sitzbeinhöcker. Und dann bleiben wir in einer neutralen Position.
Und stellen wir uns jetzt vor, diese Sitzbeinhöcker sind mit einem Gummiband verbunden und wir ziehen die Sitzbeinhöcker aufeinander zu. Ihr spürt, dass die Oberschenkel sich anspannen und dass wir so ein bisschen größer werden. Aufeinander zu, locker lassen. Anspannen und locker lassen. Nochmal. Anspannen, locker. Jetzt wollen wir das noch einmal machen und dann in der Spannung bleiben. Also Sitzbein locker aufeinander zuziehen. Jetzt stellt euch vor, ihr könnt euer Steißbein hinter dem Schambein verstecken. Versucht das mal. Bauchnabel wieder nach innen und oben. Und Steißbein hinter das Schambein. Sitzbein locker aufeinander zuziehen. Und locker lassen. Alles lockern und nur einmal. Sitzbein locker zusammenziehen. Bauchnabel nach innen und oben. Und Steißbein. Hinter der Schambein. Spür die Spannung. Und wieder locker lassen. Und wir lassen uns nochmal hängen. Öffnen die Beine ein wenig und schmelzen wieder zu Boden. Kopf locker, Rücken rund, in den Rücken atmen. Und langsam wieder aufrichten. Und jetzt auch eine sehr unbeliebte Übung, aber für unsere Trizeps sehr schön. Wir wollen mit den Füßen weiter nach vorne rutschen und mit dem Po auch so auf die Kante des Stuhls oder des Hockers. Wir wollen die sogenannten Dips machen. Das heißt, wir rutschen mit dem Po so weit nach vorne, dass er kurz vor der Sitzfläche ist, beugen jetzt die Arme, senken den Po ab und drücken uns wieder hoch, bis die Arme gestreckt sind. Nach Möglichkeit zwischendurch nicht absetzen. Ganz dicht im Hocker nach unten und wieder hoch. So tief gehen wie möglich und die Arme wieder durchstrecken. Wenn Muskeln anfangen zu zittern, dann ist es richtig. Noch drei. Und dann dürft ihr euch wieder hinsetzen und die Hände ausstrecken, die Schultern kreisen. Und dann wollen wir ein bisschen Bauchmuskeltraining machen. Und zwar schieben wir den Hocker jetzt, wenn ihr auf einer Matte seid, so zum Mattenende. Und wir legen uns vor den Hocker und unsere Unterschenkel auf den Sitz. Dann nehmen wir unsere Handflächen zum Hinterkopf, ohne jetzt am Kopf zu ziehen, sondern den Kopf einfach nur locker ablegen. Und wir kommen hoch und machen ein paar Crunches. Also ausatmen, Blick zur Decke, bisschen Platz lassen zwischen Kinn und Brust. Einatmen, wieder senken, nach Möglichkeit den Oberkörper zwischendurch nicht ablegen. Jetzt wollen wir das in zwei Zeiten machen. Wir atmen aus, aus, aus und ein, ein beim Senken. Aus, aus, ein, ein. Immer so einen kleinen Zwischenstopp.
die letzten drei. Ja, den Oberkörper ablegen. Die Arme einmal ausstrecken. Den Oberkörper ganz lang ziehen. In den Bauch atmen. Und dann überkreuzen wir. Oder nein, wir nehmen die Hand auf den Hinterkopf. Und wir wollen jetzt über Kreuz hochkommen. Das heißt, unser rechter Ellbogen geht zum linken Knie. Und das linke Knie kommt dem Ellbogen entgegen. Wir atmen ein und ausatmen. Bringen wir Ellenbogen und Knie zusammen und nach Möglichkeit legen wir den Oberkörper zwischendurch nicht ab. Wir wechseln die Seite. Einatmen und ausatmen. Letztes Mal. Und dann wieder lösen. Die Arme nach hinten strecken, den Oberkörper lang ziehen. Und langsam wieder lösen. Wir bleiben noch in dieser Position liegen und wollen jetzt uns ein Stückchen nach hinten rutschen. Und legen unsere Arme neben den Körper ab. Und zwar so, dass die Handflächen nach oben zeigen. Wir wollen jetzt mit der rechten Ferse Druck auf den Sitz geben. Mit den Armen, mit den Handrücken und den Schultern drücken wir uns in die Matte und heben das linke Bein angewinkelt an. Also rechte Ferse, Hände, Schultern und das linke Bein angewinkelt anheben. Und wir senken, wir wechseln. Jetzt heben wir das rechte Bein angewinkelt an. Die linke Ferse drückt und das rechte Bein. Oberkörper so hoch wie möglich und wieder senken. Wir machen das noch ein paar Mal im Wechsel. Jedes Bein noch einmal. Und los. Und locker ein Bein ausschütteln. Jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter nach hinten rutschen. Besser gesagt, den Hocker weiter nach vorne. Wir brauchen jetzt viel Platz für die gestreckten Arme hinter uns. Wir setzen wieder die Fersen auf den Sitz. Und wir wollen jetzt einatmen, die Arme nach hinten führen und den ganzen Körper strecken. Und hier bleiben, Gesäß anspannen. Der Atem fließt. Ganz langsam senken. Einmal die Fersen vom Sitz nehmen. Und wir rollen uns ganz klein zusammen. Wir bringen die Nase zwischen die Knie. Und strecken uns dann auf. Einatmen wieder. Ganz lang machen. Gesäß anspannen. Und langsam wieder nach unten kommen. Und klein zusammenrollen. Und ein letztes Mal. Und wieder senken. Zusammenrollen.
und über die Seite rollen, zum Sitzen kommen. Und das war's mit unserer Hocker- oder Stuhlgymnastik. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.